Ja, meine erste Frage lautet, was hat sich durch die Corona-Maßnahmen in Ihrem Leben verändert? Ja, sehr, sehr viel. Die Spaltung geht bei uns durch Familie, durch Freundeskreis, überall, wo man nur, man steht fast alleine da. Ja, die Spaltung, aber bei mir hat es außerdem eine impfbedingte Kündigung gegeben, denn von mir hat es ein klares Nein zur Impfung gegeben und das heißt, ich wurde aus diesem Grund von meiner Arbeit gekündigt und zwar habe ich in einem niederösterreichischen Pflegeheim gearbeitet. Es hat sich alles verändert. Es hat meine Familie fast gespalten. Mein Sohn, meine Schwiegertochter hat sich impfen lassen. Wir zwei, wir wollen uns nicht impfen, weil wir sind der Meinung, dass wir gesund sind und die Spritze nicht wirklich benötigen. Weil was alles geschrieben wird und gesagt wird, wenn man sich impfen tut und man ist trotzdem anfällig auf diese Krankheit und trotzdem anderen anstecken kann, wieso sollte ich mir dann diese Gift in mir reinspritzen? Wäre es anders, wenn es wirklich helfen würde, anderen Menschen, dann würde ich solidarisch natürlich mich impfen lassen, aber sonst? Ja, wir sind mehr zu Hause. Früher hat man einfach sporadisch irgendwo hingehen können, spontan, und etwas unternehmen. Wir sind gerne ins Kino gegangen und ja, ab und zu einen Cocktail trinken. Nur das machen wir jetzt zu Hause. Verdient halt die Wirtschaft nichts an uns, ist uns auch egal. Wir machen uns das Leben zu Hause schön. Dass die ganze Wirtschaft in den Bruch runtergeht. Und dass für jeden, was eigentlich einen Betrieb hat, immer schlechter wird und dass das Finanzielle auch alles schlechter wird. Persönlich ist meine Einschränkung ein, dass ich nicht tanzen gehen kann, was eigentlich für mich meine Freizeitbeschäftigung war. Ja, eigentlich sehr stark, weil erstens einmal müssen meine Kinder ständig eingeschränkt. Meine großen zwei Mädels gehen arbeiten, das ist natürlich noch schlimmer. Und ja, ich fühle mich einfach nicht frei. Ich bin überall eingesperrt, kann nirgendwo hingehen, weil ich eben auch nicht geimpft bin und ich lasse mich auch nicht impfen, auch meine Kinder nicht. Und ja, das ist halt für mich halt sehr schlimm, weil meine Kinder können auch nicht frei sein. Die können nicht rausgehen, wann sie wollen, können nichts machen, wie sie es wollen, wie es früher war. Und das finde ich halt schade. Das ist so bei uns. Kinder müssen dreimal in der Woche einen Test machen in der Schule und das ist halt mühselig für einen. Dann ist dann maßgeständig, dann beim einen Sohn war vorige Woche in der Schule, die hinter ihm Corona, obwohl sie zweimal geimpft ist, das Mädchen, ganze Klasse zu. Ist so, leider Gottes. Wird sich auch nicht bessern, so wie es ausschaut. Wie gesagt, die Masken, die er tragen muss, ist jedes Mal, dass er mit Kopfschmerzen nach Hause kommt, er jedes Mal mit Kopfschmerzen und Übelkeit und das geht halt einfach nicht mehr. Ja, in meinem Leben haben es verändert, dass ich keine Freunde mehr treffen kann, dass ich persönlich in der Arbeit eingeschränkt bin und dass ja, keine Lokale mehr gescheit zum Besuchen sind, Konzertbesuche. Gibt es irgendwas Positives, das man aus der Corona-Zeit mitnimmt? Also ich habe bis jetzt noch nichts gefunden. Positive, ja, wir haben Leute kennengelernt, die ähnlich denken wie wir. Viele Bekannten haben sich ja weggedreht von uns. Ja, aber wir haben neue Leute kennengelernt. Langsam lernen wir immer mehr Leute kennen. Das ist das Positive, das einzige Positive, leider. Nein, eigentlich nichts. Was soll sich positiv verändert haben? Ich sehe eigentlich nichts Positives. Sich nur Negatives, dass die Bevölkerung nur von hinten bis vorn beschissen wird. Nein, absolut gar nichts. Es ist alles nur schlimmer geworden. Und es wird noch schlimmer, wenn man nicht dagegen was tut. Also für mich persönlich nicht. Also eigentlich habe ich Angst vor der Zukunft. Wie stellen Sie sich Politik in Zukunft vor? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie in Zukunft diese Politik so weitermachen sollte. Es kann kein Parteiensystem mehr funktionieren, es kann das gar nicht mehr funktionieren. Es ist alles unterwandert, sie sind alle nur mehr Marionetten. Die Politik kann nur noch funktionieren, wenn es wirklich diese ganze Korruption innerhalb der Politik und egal in welche Parteien das jetzt ist, ja, solange dort drin nichts ändert, dann wird sich gar nichts verändern, leider Gottes.
Ich weiß jetzt natürlich, dass wir in der globalen Entwicklung wenig Chancen haben, aber ich würde mir wünschen, dass Österreich zur Neutralität zurückkehrt, dass Österreich vom Volk wieder regiert wird und nicht von irgendwelchen Politmarionetten, wo die Fäden von noch ganz anderen Leuten gezogen werden, mit Direktentscheid, das heißt mit einer direkten Demokratie. Das Parteiensystem ist meines Erachtens obsolet. Es sollte über die Bevölkerung das Ganze alles gesteuert werden und nicht über die Politiker. Die Politiker sollten nur mehr einen Bürojob machen wie jeder andere und im Endeffekt auch die Belohnung kriegen für das, was er richtig macht. Und wenn er nichts richtig macht, dann kehrt ihm das Geld weg und aus. Ja, Politik stelle ich mir so vor, dass jeder Mensch seine Rechte hat, jeder Mensch seine eigene Meinung äußern darf, ohne dass er dafür gestraft wird und jeder Mensch frei entscheiden kann, was er möchte und was nicht. Ja, und dass die Grundrechte vom Menschen wieder das sind, was sie sein sollten eigentlich. Ne? Nicht mehr mit direkter Demokratie. Das politische System ist dahin, das brauchen wir nicht mehr.